Ich bin Franziska und in der Linkspartei aktiv. In der Linken Neukölln gab es diese Möglichkeit, Organizing in einem Stadtteil zu machen, wo gerade Modernisierungsankündigungen kommen. Wir sind hier eine Gruppestadt und das war bis in die 2000er rein Sozialbauwohnungen. Ab dann wurden die Wohnungen relativ preiswert an Privateigentümer verschachert. Das sind Deutsche Wohnen und Gropius Wohnen. Die Eigentümer der Wohnungen sind börsennotierte Unternehmen. Und das Ziel von börsennotierten Unternehmen ist es halt, den Profit für die Anleger und Anlegerinnen zu steigern. Und deswegen gibt es hier enorme Mietsteigerungen. Hier wohnen vor allem Leute mit einem schmalen Geldbeutel, Rentnerinnen, Rentner, Schichtarbeiterinnen und Leute mit migrantischem Hintergrund. Wie sieht es denn aus, wenn modernisiert wird? Und diese Baumaßnahmen gehen manchmal monatelang. Es ist laut, überall ist der Staub innerhalb der Räume. Und die Heizersparnisse sind halt manchmal nur 7 Euro. Und es steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was die Leute an späterer Miete bezahlen sollen. Teilweise eben bis zu 250 Euro mehr im Monat. Das ist das erste Haus, in dem wir aktiv geworden sind. Hier haben wir unsere erste Mieterinitiative gegründet. Und wir benutzen dabei die Methode des Organizings. Und das ist sozusagen keine Stellvertreterpolitik. Die Leute sollen selber handeln. Die sollen sich vor allem untereinander kennenlernen und vernetzen. Und dann steht ja jetzt auch drin, dass du keine Kinder hast. Mittlerweile sind viele Mieterinnen und Mieter aktiv. Es gibt MieterInnenversammlungen und Demos. Und unser Druck zeigt Wirkung. Der Bezirk musste reagieren. Er hat die Mietpreissteigerung gedeckelt. Das ist ein guter Erfolg. Aber es muss noch viel mehr passieren, wie zum Beispiel die Enteignung der Deutschen Wohnen. Und ich bin froh, dass die Linke uns dabei unterstützt. Verdrängung ist halt nicht nur eine Sache, die im S-Bahn-Ring passiert, sondern sie passiert halt auch hier. Und ganz ehrlich, wo sollen die Leute hinziehen? Ja?